sehen Sie die Remo 8. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie die Remo 8 mit der Solexa 2 verbinden. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü der Solexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. Begeben Sie sich als erstes in die Grundeinstellungen, indem Sie auf dem Bedienteil die Zahnrädchen oben rechts für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Navigieren Sie mit der Bedienfläche nach rechts, bis LER für Lernen im Display erscheint. Drücken Sie auf die umrandeten Zahnrädchen, um die Steuerung in Lernbereitschaft zu versetzen. Auf der rechten Seite müssen nun die Wellen am Funkmasten animiert sein. Dies zeigt Ihnen, dass sich die Wetterstation in Lernbereitschaft befindet. Nehmen Sie nun Ihre Remo 8 zur Hand. Wählen Sie den Kanal, mit dem Sie den Antrieb steuern möchten. Drücken Sie dann die Plus- und Minustaste gleichzeitig. Es erscheint ein L vor der Nummer. Um den Lernvorgang abzuschließen, drücken Sie die Pfeiltaste nach oben. Das L im Display der Remo 8 verschwindet. Das Bedienteil bestätigt das Einlernen mit einem kurzen Signalton und der Anzeige L01. Als letzter Schritt müssen die Funkkanäle der Remo 8 noch mit den Ausgängen der Solexa 2 verknüpft werden. Nehmen Sie erneut Ihr Bedienteil zur Hand und begeben Sie sich in die Grundeinstellungen. Halten Sie die Zahnrädchen oben rechts gedrückt und navigieren Sie mit der Bedienfläche nach links, bis Sie zu AOSG für Ausgang gelangen. Begeben Sie sich hier ins Untermenü und wählen Sie den Antrieb aus. Als Beispiel verwende ich SP01, also den drahtgebundenen Ausgang der Wetterstation. Um einen drahtlosen Antrieb zu wählen, wechseln Sie mit der Bedienfläche nach rechts. Der erste drahtlose Antrieb ist SP07. Bestätigen Sie und wechseln anschließend mit der Bedienfläche nach links. Hier finden Sie die Einstellung für den Eingang. Öffnen Sie das Untermenü. Es blinkt der Schriftzug SP23. SP23 bezeichnet die Fernbedienung. Sollten Sie eine weitere Fernbedienung eingelernt haben, wechseln Sie mit den Bedienflächen auf den nächsten Speicherplatz. Eine zweite Fernbedienung wäre mit SP24 bezeichnet. Nach Auswahl der Fernbedienung tippen Sie auf die umrandeten Zahnrädchen. P01 blinkt im Display. Dies ist der erste Funkkanal der Fernbedienung. Möchten Sie einen anderen Kanal zuweisen, wählen Sie diesen mit der Bedienfläche nach rechts oder links aus. Haben Sie den richtigen Kanal ausgewählt, tippen Sie das Kettensymbol rechts unten an. Bestätigen Sie dies durch Halten der Set-Taste. Die Anzeige springt nun automatisch zurück. SP23 blinkt wieder im Display. Setzen Sie auch hier die Kette und bestätigen Sie dies durch Halten der Set-Taste. Erst wenn die zweite Kette gesetzt wurde, ist die Fernbedienung mit der Steuerung verknüpft und einsatzbereit. Nun ist die Fernbedienung mit Ihrem Antrieb verbunden und kann für die manuelle Bedienung genutzt werden. Wenn Sie noch weitere Kanäle mit Antrieben der Solexa 2 verbinden möchten, so müssen Sie die vorigen Schritte für die weiteren Antriebe erneut durchführen.